Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei NAFTA Racing. Gleich zeige ich dir einen interessanten Umbau eines VW T5. Ich habe bei dem Fahrzeug die Abstimmung durchgeführt. In der Vergangenheit habe ich schon viele solche Umbauten applikativ betreut, verstreut in ganz Europa, deswegen meist über Remote. Das bedeutet, das Fahrzeug ist physikalisch gesehen nicht bei mir vor Ort, sondern der Fahrzeugbesitzer oder die zu betreuende Werkstatt kümmert sich um einen Flasher und lässt mir die aus dem Steuergerät gelesenen Daten zukommen. Auf dieser Basis entwickle ich meinen Datenstand und sobald dieser fertig ist, geht das Ganze wieder retour. Nur mal so ganz kurz als Info in Kürze für dich überrissen. Diesmal war das Fahrzeug bei mir vor Ort und ich habe die Möglichkeit genutzt, dich mitzunehmen. Hier erfährst du, was umgebaut wurde und was die Herausforderung beim Applizieren war. Und du erhältst einen kleinen Einblick in WinWin S, also in die Software, mit der ich die Datenstände bearbeite. Am Ende zeige ich dir das Ergebnis und gehe auf die Belastungsgrenzen der einzelnen Komponenten wie Motor, Zylinderkopf, Turbolader, Düsen und so weiter ein. So, nun geht's los. Viel Spaß. Hier kannst du dir in aller Ruhe ansehen, wie mein gesamter Prozess für eine Leistungssteigerung und Applikation aussieht. Und meine Philosophie: Applikationen individuell nach deinen Wünschen und Vorstellungen, passend zur Hardware auf OEM-Niveau. Verbaut wurde der 1.9er TDI im VW T5 zwischen 2003 und 2009 in vier verschiedenen Ausprägungen. Als Euro 3 mit 86 PS der AXC und mit 105 PS der AXB. Als Euro 4 mit 84 PS der BRR und mit 102 PS der BRS. Die Euro 3 Aggregate unterscheiden sich zu den Euro 4 sowohl konstruktiv als auch in der Bedatung aufgrund der aktiven Abgasnachbehandlung. Dieser Bus hat den AXC-Motor. Er entspricht weitestgehend der 74 Kilowatt Variante für Pkw, wie man es aus dem Golf und Co. kennt. Durch konstruktive Anpassungen wurde der Motor für den Einsatz in Nutzfahrzeugen angepasst. Für ein Tuning und eine hohe Leistungsausbeute sind die Aggregate nicht besonders gut geeignet, da man hier schnell an das Limit der kleinen Einspritzdüsen, des kleinen Laders und des labilen Grundmotors kommt. Auch der Kopf und die Nockenwelle sind nicht geeignet für hohe Leistungen. Eine weitere Schwachstelle bildet hier das 02Z-Getriebe, sein ZMS und die Kupplung. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des 02J-Getriebes. 5 Vorwärtsgänge können hier geschalten werden. Ich appliziere auf den Antriebsstrang 140 PS und 300 Newtonmeter, was technisch gesehen die haltbare Grenze darstellt. Bist du an einer Leistungssteigerung interessiert? Hinterlass mir eine Anfrage, dann kann ich dich persönlich beraten. Wenn du nun darüber hinaus mehr Leistung fahren möchtest, hast du verschiedene Upgrade-Möglichkeiten. Schreib mir in die Kommentare, ob du an einem Video dazu interessiert bist. Verbaute Hardware am Fahrzeug und deren Belastungsgrenze. Antriebsstrangtechnisch blieb nichts mehr Serie. Alles flog raus und wurde durch bessere, größere und steifere Komponenten ersetzt. Ich erzähle dir, welche Hardware am T5 verbaut und geändert wurde und wo die Belastungsgrenze der Komponenten liegt. Die Serienleistung des Fahrzeugs liegt bei 86 PS und 200 Newtonmetern. Mein Ziel war, hier eine Leistung von 210 PS und 420 Newtonmeter zu erreichen. Hier eine grafische Darstellung der Belastung aller wichtigen Komponenten mit der von mir angestrebten Leistung. 100% Auslastung bzw. Skalierung bedeutet bei mir nicht, dass die Komponenten überlastet,
sondern im Rahmen einer Leistungssteigerung haltbar ausgelastet sind. Verbaut wurde hier ein Serien 19er ASZ aus der Golf 4 Plattform. Grundmotor und Zylinderkopf sind an sich bis 300 PS stabil. Bei Leistungen über 200 PS Kopfschrauben mit 12.9er Festigkeit aus dem ARL verwenden. Es kam ein Upgrade-Lader zum Einsatz, Verdichterkennfeld lag mir vom Hersteller keins vor. Einzige Info war 1,85 bar bis 4000 Umdrehungen absolut safe. Und das ist ausreichend für Luftmassen unkorrigiert über 1300 mg pro Hub. Auf der Kraftstoffseite wurden 550er Pumpedüse-Elemente installiert, ausreichend über 200 PS. Hierbei darf die Förderdauer bestimmte Werte nicht übersteigen, da sonst die Verbrennungs- und Abgastemperaturen zu hoch werden. 200 PS und mehr, also nur, wenn ausreichend Luftüberschuss zur Kühlung verwendet wird. Dafür sorgt der Upgrade-Lader. Kleiner Exkurs zum Thema Luftüberschuss beim Diesel. Du hast eine Qualitätsregelung, wo mittels Luftüberschuss thermische Entlastung stattfindet. Ruß bedeutet unnötige Hitze, also keine Leistung. Der Ladeluftkühler in der Front blieb Serie und ist ausreichend bei den niedrigen Wintertemperaturen. Ich empfehle hier immer einen Upgrade-Kühler, um die Effizienz des Laders zu steigern und ihn somit zu entlasten. Das Getriebe wurde auf das größte aus dem VW-Regal umgebaut, das MQ500. Es kann locker Drehmomente über 500 Newtonmeter handeln. Vorausgesetzt, der Drehmomenteinstieg und Drehmomentverlauf sind mit Hirn und Verstand appliziert. Die Abgasanlage blieb Serie und bildet hier für höhere Leistungen das Nadelöhr. Empfehlung an dieser Stelle: Downpipe und danach 2,5 Zoll Anlage aufwärts. Zum Schluss die Übersicht der Auslastung aller Bauteile von links nach rechts. Motor, Lader, Pumpedüse-Elemente, Ladeluftkühler, Getriebe, Kupplung und ZMS und zum Schluss die Auspuffanlage. Ich kümmerte mich um die Abstimmung aller verbauten Komponenten im Fahrzeug. Die Herausforderung ist hier, die EDC-16 so zu applizieren, dass sie mit Motor, Getriebe, Turbolader, Düsen und Ladedrucksensor klarkommt. Alles Teile, die hier nie vorgesehen waren. Das ist aufwendig, aber gut umsetzbar. Als Berechnungsgrundlage habe ich 210 PS und 420 Newtonmeter definiert. Los geht's mit dem Momentenmodell, es auf die gewünschte Leistung zu erweitern. Dann weiter mit dem Fuel Management, der Kraftstoffseite neben Förderdauer auch den Förderbeginn inklusive aller Korrekturkennfelder passend zu den großen Düsen auszuarbeiten. Kraftstoffseitig viele Kennfelder, die komplett überarbeitet werden, um die 550er Düsen sauber in die EDC-16 zu implementieren. Sobald das steht, geht es der Frischluftseite an den Kragen. Damit der große Upgrade-Lader gut funktioniert, passe ich die Regler der Closed-Loop-Regelung, sprich PIT, den Proportional, den Integral und den Differentialteil dahingehend an. Die Vmax wird aufgehoben und um die hohen Werte auch korrekt im Diagnosetool lesen und auswerten zu können, erhöhe ich alle relevanten Diagnoselimits für Luftmasse, Ladedruck, Kraftstoffmenge und Drehmoment. Du siehst, wie umfangreich das ist. Das war ein kleiner Ausschnitt der weit über 100 Kennfelder. Zum Schluss das Ergebnis. Nach einigen Flashvorgängen und Lokfahrten habe ich hier 200 PS und 415 Newtonmeter finalisiert, da unter anderem der Lader schlechter performte als erwartet. Für den Augenblick bin ich mit dem Ergebnis zufrieden und in einigen Wochen wird hier nochmal nachjustiert. Merci fürs Zuschauen. Support in Form von Like und Abo wäre stark.